Damen, die Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier am Forst Fischelberg mit dem Günther. Moin, Manni, moin. Ja, Günther. Was? Tür auf, mach mal die Tür wieder auf. Günther. Jetzt müssen wir hier bitte den Arsch wieder hinhängen. Das war hier die Grundsatzdiskussion, die schon mal ganz. Ja, ne? Brauchen wir ein bisschen viel, Günther, hä? Manni, was ist denn los? Häng Arsch hin, mach's Brett auf! Ich mach also, gar nichts, du bist gar nicht Manni! Ja. Du Fenster bist gar nicht Manni! Was? Du bist nicht Manni! Weißt du, wir surfen schon wieder, Alter, guck mal auf den Dach, Ruhe! Manni! Die Geschichte hat gerade angefangen! Setzen Sie sich mal hin! Hä? Kurz da sitzen bleiben! Nein, stehen Sie wieder auf! So. Manni. Was denn? Darf ich mal deine Beatsen fassen oder was ist hier los? Hör doch mal auf jetzt, ey. Was ist los mit dir? Geht's noch? Manni, du bist doch verkleidet. Du bist doch verkleidet vom Wochenende. Du bist doch eine Frau. Alles gut bei dir? Da hätte ich mir ein bisschen viel zum Mai beim Setzen. Zum Hexenfeuer. Genau. Ja, ne, die haben in der Tanzgruppe hier, eine Bauchtanzgruppe von Frauen, haben die ist ihnen ausgefallen, da haben sie mich gefragt. Wegen Bauch. Da hab ich noch an oder was? So, ey, hab ich schon Bauch gebeten bis jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Da war schon auch wieder Haare. Alter Vater, ey. So, naja, komm, nichtsdestotrotz, das Nass läuft trotz. Müssen noch rein. So. Zack, zack. Manni, ey. Du machst mich ganz... Mit dem alten ist der auch noch da, was denn? Du machst mich ganz nervös. Hör auf und denke gar nicht dran, nur weil ich Frauensachen anhab. Sag mal, dir schallert's mir ein bisschen. Lass mich doch einmal an die unechten Beatsen fassen, komm schon. Hau doch ab. Lass mich mal anfassen. Ida, hör auf mich zu befummeln! Ich komm doch mal her! Geh doch weg jetzt, sag mir mal! Günther! Manni, nur mal... Ich sag dir, schallert eine! Nur mal kratzen, komm jetzt! Günther, jetzt hör auf! Dich nicht so! Sag mal, ich bin eine Frau mit Gefühlen, ich bin doch kein Lustobjekt! Manni. Meinst du nicht mal zusammen hier, der ist auch nicht auf 17 Meter gesägt. Ich weiß nicht, ob ich so arbeiten kann. Ja, du kannst aber auch noch nicht arbeiten, von daher. Ja. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen schönen Zopf im Spiegel. Habe ich aber meine Haare wieder schön gemacht heute. Ja, was ist los? Der ist hier genau auf 14 Meter, den kannst du nehmen. Ja, mach ich doch hoch. So. Lege mal drüben noch ein bisschen was ab. Müssen die Seilwinde neu einstellen. Und wo ist denn der alle Gaul oder was? Haben wir den schon gegessen endlich? Lutsch, geschlachtet. Der steht dort. Ja. Der wird nicht geschlachtet, Manni. Genau, weißt du, was da für schöne Rouladen raus wären? Schau doch mal auf mit dem Kasper Theater. Hier wird nichts rasiert. Geschlachtet. Wenn dir nicht rasiert wird, ist mir schon klar. Deiner altmodischen Art und Weise. Ja. Haben wir den noch drauf, ja? Komm du den alten Gaul her, ja, dass wir den beladen können ordentlich. Das soll ich es auch selber machen. Ich mach schon. Dass wir hier das ganze Restgelumpe, was wir nicht brauchen, drauf tun können. Wir sind hier, wenn wir den Baumstamm los. Bitte. Mit dem Ding hier. Manometer. Leger, was ist denn noch hier los? So, Korte drum. Oh, guck. Meine Fresse, ey. Ja, gut. So, hier kann man doch. Hier lässt es doch beladen. Was machen wir jetzt mit dem hier? Der ist wieder irgendwo im. Manni. Ich hau ab. Umgeviertel hier. Ich zieh da innen ein, ich sag's dir. Wenn du mir eh mal an den. Du hast doch keinen Respekt vor weiblichem Geschlecht, hä? Doch, ich hab sehr viel Respekt. Ja. Vor weiblichem Geschlecht. Ey, Mist, ja. Da.
Ein Ausgang war es. Der ist schon gesägt? Ja, ja, der ist auch schon gesägt. Fahr doch mal den alten Gaul hier hoch, Mensch. Hab ich doch schon. Ich belade ihn gerade. Nee, da unten aber. Ach so, da hätte ich auch noch was. Wenn der Zug kommt, ist er weg. Da war's das mit unserer Salami. Welcher Zug? Gibt's noch Gulasch. Gibt's kein Gulasch. Ja klar gibt's Gulasch. Du lässt mal Pferd in Ruhe. Gulasch. Du gute Bertha, die. Ja. So. Ich bin da. What? Bin ja immer noch gespannt auf deinen angeblichen Nachweis, den du dir hier Ach, willst. ja. Ich habe meinen Vater angerufen, ne? Dein Vater? Mein Vater habe ich angerufen. Der schickt mir das Fotoalbum. Lebt er noch? Der lebt noch. Der hat's gut. Okay. Der hat jetzt Rente. Die braucht er wahrscheinlich auch von dir. Frühe so, Rente. Hier, lad das mal hier drauf, du. Mach mal was. Wie, mach mal was? Ja, mach mal doch mal was. Junge, ich bin dir nur am Schrubben. So, was schickt er dir jetzt? Das Fotoalbum. Das Fotoalbum schickt er mir zu. Hat er schon rübergeschickt per DHL-Post, die Scheißspinne. Da ist dein Opa, mein Opa und naja, das wird ja noch lange nicht. Das wird so sein, du. Wo es ja einiges erklären würde, aber. Ist zu lang, genau. Ups. Der ist nicht zu lang. 14 Meter. Lass ihn liegen und außerdem kommt der andersrum drauf. Die Spitze nach hinten. Aber ist doch egal. Nee, ist es nicht egal. Warum? Wie warum? Ach, Manni. Zack, die Bohne. Berlin City Girl. Da. Gibt's. Mer, du. Schlingel, du. Oh. Da, Wiener. Oh, habt ihr das gesehen? Ja, wer soll das auch gesehen haben, gell? Günther, oh, ich fällt auf, in letzter Zeit mal schon mal mehr Selbstgespräche, Günther. Weißt du? Immer schwerer beobachtet. Weißt du, woran das liegt? Woran was liegt? Mit deinen Selbstgesprächen. Na, nun, ja. Ich bin voll konzentriert bei der Arbeit. Solltest du vielleicht auch mal. Quatsch spielen, ey. Wo ist mein anderer Stock? Du bist voll konzentriert bei der Arbeit. Sag ich dir. Wenn es jemand ist, dann ist es der Gül. Den Bierkasten im Bauwagen zu stellen, ne? Ja, ja, auch. Gehört auch zur Arbeitszeit. Boah, Manni. Nein! Was machst du da nein. unten? Mit deinem Gaul? Rumgaulen. Was machst du da unten mit deinem Mundgaul? Das verletzt meine noch? Gefühle, wenn du sowas sagst. Das hat mir Bertha erzählt. Was? Ja, dass du Mundgaul hast. Stimmt gar nicht, Bertha kann ich reden. Das hat sie mir erzählt. Das hat sie mir mit ihren Ohren erzählt. Pferde reden nämlich über ihre Ohren. Ja, ja. Okay? Ja, da ja. Hast du ein Pferd und dann kennst du dich mal ein bisschen aus, oder was? Die spricht gar nicht mit dir, die weiß, dass du die grillen willst. Bist ja wie? Hier, da gucke ich zur Zeit so eine Sendung. Oh nee. Hier, dieser Mr. Mining hier, der spricht nämlich auch immer auf und hat keine Ahnung. Da wusste das letzte Mal nicht mal, dass ein neues Asphaltgesetz rauskam. Ja, und sowas ganz ehrlich, Fernsehen. Wer sich um Asphaltgesetze kümmert, der hat ja keine Hobbys. Nee, auch nicht. Ja, ich würde mich da auch nicht drum kümmern, aber als selbsteinander. Wenn du weißt, wie es ist. Macht Spanngurte drum, Günther. Hab ich. Und zieh den nicht so fest, du wirst auch Holzkorn. Der hält nicht so lange. So, jetzt müssen wir mal den noch. Sag mal, ist hier auch irgendeine Steppen-Go-Kacke drin oder was? Ja, ist sau verrückt. Ja, immer einer bei mir im MB-Trag rumfummelt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du jetzt mal drüben noch ein Bäumchen gefällt, Günther? Nö. Was machst du da? Ich probier was. Den Gaul ersäufen. Du hast es eingesehen. Glaube mal, wenn du eh mal Pferdesalami gegessen hast, Günther, du weißt, von was ich rede. Ich mag Pferdesalamis. Damals, wo der große Aufruhr war wegen Pferdefleisch in der Lasagne, habe ich mir doppelt so viel Lasagne gekauft. Okay.
Deutsch. Doch. Nein! Manni, wir haben ein Problem. Ja. Haben wir schon länger, das ist Günther. Ich glaube, Bertha wird von uns gehen. Echt? Ich glaube, sie stirbt jetzt. Das Problem ist... Meine Fresse, das ist doch ein scheißiger Mensch. Ich hab's doch ausgemacht! Ach, ich hab's geschafft, alles gut. Warte mal. Ich kann sogar Allrad anmachen, jetzt geh ich aber fest in die Höhe. Wer hat Allrad? Ich hatte ja auch vier Füße. Ja. Nein. So! Attacke Bertha auf Buddy! Hä? Buh! Bin doch hör auf! Hau ab mit dem Ding! Sei nicht so. Du weißt ganz genau, ich kann die Pferde nicht leiden. Ganz ruhig, Bertha, das hat er gar nicht so gemeint. Der ist nur wieder sauer. Alles gut. Alles gut. Und ist sauer. So, komm. Hier, Buddy. Oh. Ja? Hier, fang! Wupp. Hä? Was war denn jetzt? Pferd, lol. Was war? Alles gut. Hör doch mal auf, dem Ding rumzudonnen. Sieht das nur aus wie Schwebebalken? Mensch, mach ab jetzt, Weiner. Kannst den Autoload nicht anmachen, du? Hat er doch gar nicht, oder? Mach doch mal die Maschine aus, damit du nicht mehr arbeitest. So, und jetzt kommen drüben Bäume fällen, dass hier wieder mehr Zeug rankommt. Ich war ja. Ach so, ja, hab ich doch schon. Die warten nur noch auf deine Ankettung. Mann. Ich glaube, ich werde krank, Manni. Genau. Ah. So, warte. Jetzt warte doch mal, bis ich drüben bin mit dem Schlitten. Den Schlitten? Ja, mit dem Schlitten, ja. Ach so. Komm mal weiter. Links. Willst du nochmal abketten, Günther? Warte. Oh, warte, ich kette ab. Okay. So, weiter vor. So, warte mal ganz kurz. Da kurz. Scheiße. Warte ganz kurz, Günther. Der Mist aber auch. Immer vergesse ja alles anzumachen. So. So, Nuna. Häng an. Kann ich? Häng an. Okay. Häng an. Ja. Ja. Warte. Irgendwas passiert, Günther. Was denn? LOL. Was passiert? LOL. Noch nicht was. Ich glaube, das Ding ist runtergefallen. Oh. LOL. Da bin ich wieder. Und rot. Weg du, rot. Was ist das, Günther? Die Baumstämme sind hier mal weggeflogen. Ja, jetzt kannst du keinen Zahnloch. Ja, komm mal hier zu mir rüber. Von dir aus gesehen rechts. Ja, stopp. Alles klar, zieh weg. Bin ich? Ja. Okay, auf zurück. Ja. Ich trinke jetzt eine schöne, leckere Apfelschorle. Ach, Manni. Hüfte bitte, aber ansonsten geht's, gell? Komm wieder rüber! Ich muss erst noch was sägen! Ja, was sägen, Günther? Komm! Mache, schaffe! Ich muss hier erstmal die Bäume mit dem Weg suchen! Ah, da! Kettensäge! Berlin City Girl. Hä? Wir können doch hier auch gleich mitnehmen. Nicht ins Wasser rutschen. Und hast du eine Dauerausrüstung mit? Ja. Gut. Wie immer, Mali, wenn du doch weißt, wenn mein Schlüssel wieder in den See fällt, damit ich ihn auch holen kann. Weißt du ja, ich hab Angst im Wasser. Ja.
Gut, Knut. Ich würde sagen. Was? Die, die zwei Bäumchen rüber ins Feierabend hier auch schnell zu fallen, du. Wie Feierabend? Nee. Hänge mal dran hier, Günther. Was soll ich dran hängen? Hier den. Welche? Unter mir. Ach, warte. Ja. Geht nicht. Ja, klar. Und den daneben hier. Welche? Den da unten im Wasser. Jawohl. Zieh! Zieh! Weißt du, wo ich mich angemeldet habe? Nee. Beim sexiest man of the world. Aha. Suchen wir noch Betty einen Öler? Die suchen einen gut gebauten Bierbauchman wie mich. Gut, wenn es der sexiest Bierbauch of the world ging, nee, dann auch nicht, aber. Oh doch. So, Maschine aus. Da bin ich der Mann. Dann bin ich Gynäkologe, der Mann für sexy Bierbäuche. Okay. Zieh mir so einen Bohrer-Anzug an oder geht los? Wo bist du genau? Ja, noch einmal halten, warum? Warte mal, hat der Beifahrer. Aber ab. Schade. Das wäre ja geil. Wuhu! Ja, genau. Ich gehe Feierabend morgen. Tschüss. Meine Amazon-Bestellung wurde versendet. Versendet? Versendet. Das ist ja schon mal wenigstens was, oder? Das sag ich dir, du. Weißt du, was ich mir bestellt habe? Soll ich das dir erzählen? Willst du es wissen? Weiß ihn. Weiß nicht. Was hast du denn versendet? Ich habe mir für 2,59 Euro fürs Waschbecken so LED-Leuchten bestellt. Was hast du gemacht? Fürs Waschbecken LED-Leuchten, damit das Wasser bunt ist. Okay. Nach Temperatur, wenn kalt, dann blau, wenn mittelwarm, dann orange und wenn es heiß, dann rot. Wow! Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns auch nächste Folge wieder. Wir lassen das Stämmchen da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.